gemerkt, ich bin immer noch enttäuscht. Egal, Start. Yeah. Scheinbar mag sich das Reaper Gott jetzt nicht mehr so. Er denkt sich, ja, jetzt haben wir ihn mal gewinnen lassen. Naja, das muss reichen. Naja, das kann gut sein. Wieso hast du auch nicht gewechselt? Kane war noch voll. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich war jetzt so, ich war jetzt immer noch so im Siegesrausch. Dass ich das jetzt echt voll vergessen habe. Oder? Ich finde es auch geil. Vor allem die Grafik, die ist so unfassbar irre. Ich bin ja fast mehr vom Hintergrund abgelenkt. Also ich will jetzt keine Entschuldigung dafür finden, dass ich momentan nicht so gut kämpfe. Aber der Hintergrund allein, das ist ja so eine unfassbar geile Animation. Das gibt's ja gar nicht. Stimmt, echt. Also da, selbst wenn Hank abgelenkt ist, das... Also, das kann ich aber dann wirklich verstehen. Weil bei so einem geilen Hintergrund, muss ich sagen... Oh, ich hab gewechselt, Baby! Warum? Ich glaube, auch die Xbox hat sich vom Hintergrund ablenken lassen. Oh, welchen Battle Rank hatte ich überhaupt? Ich hab's verpasst. Ich glaube C oder so. C? Ich müsste Battle Rank A haben. Es gibt noch mehr. Jetzt würde ich gerne mal die zu Charakter wechseln. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann wechseln wir gerne. Ich weiß auch schon genau, wen ich nehme. Ich hoffe, den gibt's überhaupt in Street Fighter vs. Tekken. Blanco? Yes. Nee, gibt's nicht. Nein! Warum? Nee, Blanco gibt's nicht. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich drehe mich jetzt um, das könnt ihr nicht sehen. Und ich... Mach jetzt einmal wild herum und tipp jetzt A. Zack, hab ich einen? Dalsim. Okay, und jetzt mach ich nochmal ganz wild und drück. Nein, du hast die noch nicht. Achso, okay, dann mach ich jetzt A. Nein, das ist meine, lass sie. Okay, dann nochmal. So, jetzt. Nein, nein, du musst doch erst raus von hier. Achso, wie komme ich raus? Wenn du B drückst. Okay. Okay, okay. Also, ich schau nicht. Drück jetzt wild herum und jetzt A. Zackers. Und jetzt nochmal. Nee, du hast doch noch. Du hast nicht A gedrückt. Hab ich nicht. Ich zeig dir mal, also du hattest sie jetzt. Egal, ja, das interessiert keinen Zuschauer, einfach jemanden wählen und gut ist. Alles so. Easy. Wenn ich gewinne, ist ja auch egal mit wem. Yin Poison. Achso, Yin und Poison. Jetzt kommt mein Lieblingsdeck. Okay, welcher ist das? Ich denke. Okay. Mach dich nicht über diese japanische Stage lustig. Ich mach mich nicht lustig, ich versuch sie nicht auszusprechen. Poison! Oh Gott. Die sieht ein bisschen fies aus. Oh, du solltest mich besser ernst nehmen. Bedachte jeden Kampf als den letzten. Wow. Hey, bin ich das? Nee, das hier bin ich. Okay, Poison, Baby. Hoffentlich siehst du nicht nur aus wie eine Piep, sondern kannst auch kämpfen wie eine Piep. Was sagst du da? Nach der Aufnahme sagst du mir, was ich sagen wollte. Nein, Luke, lieber Luma, dafür bist du zu jung. Musst du erst 25 werden. Na gut. Für dieses Piep musst du erst 25 werden. Oh Gott, ich freue mich. Ach, dann freue ich mich, wenn ich erwachsen bin. Hast du was, worauf du dich freuen kannst, wenn du 25 bist und dich noch immer erinnerst? Und du zu mir kommst und sagst, was war eigentlich damals dieses Piep? In Street Fighter Let's Battle Cross Tekken Part 2. Das könnte eine ernsthafte Frage werden. Aber hast du die Frage gerade ernst? Wenn du 25 bist, gibt es Street Fighter Cross Tekken Part 7 oder 8. Oder ja, toll. Ja, da habe ich aber ganz schön wenig gespielt. Dann ist Part 8 oder 7. Oh mein Gott. Oh Gott, war ich gerade dumm. Also Poison ist ja ziemlich cool. Ja.
Findest du ihre Peitsche auch gut? Ja. Hast du ihre Peitsche überhaupt schon benutzt? Also eigentlich finde ich sie ja fies, wie sie aussieht, aber irgendwie... No! Nee, warte mal, hast du ihre Peitsche überhaupt schon benutzt? Boah, keine Ahnung, also nicht bewusst, vielleicht unbewusst. Also ich weiß nicht. Aber wir sind ja nicht zum Quatschen. Weiter geht's. Drück mal, warte, stopp. Nein, kurz. Kein Stopp, weiter wird gespielt, kein Stopp. Du kriegst nur und schlägst. Nee, du es machst... Es gibt hier keinen Stopp. Ist Poison denn gut? Ich hab's ja, noch irgendwie ich würde sagen, ja. Solange ich gewinne, oder? Oh, Poison, ja, oh, gute Poison, ja, Poison, zeig, Saga, ja, Poison, wuhu, nice, oh nein, oh, das war taktisch sehr. Oh, du sagst nein, das ist dein Tod. Das war sehr unklug. Hab ich jetzt, oh no, I've lost. Ich habe verloren. Nein. Und wir verabschieden uns aus der zweiten Folge. Wir laden heute mit drei einem hoch, oder? Sehr klaren Sieg von Luke Lieber. Wollen wir heute drei hochladen? Das Gleichgewicht scheint wieder hergestellt. Wie sagt man, wollen wir heute drei hochladen? Morgen seht ihr, wer den entscheidenden dritten Battle of Blue vs. Red entscheidet.